Drin waren wir nicht, ne? War nur in, wir wollten an der U-Bahn da einmal nur hingehen, haben dann gemerkt, dass wir den falschen Weg gegangen sind. Wobei, jetzt wo ich drüber nachdenke, Limbecker Platz, waren wir da nicht schon mal? Oder wollten wir mal hin? Waren wir beim Limbecker Platz schon mal zusammen oder wollten wir da mal hin? Okay. Geht alle nach Ludwigshafen, gibt's keine schönere Stadt. Ich hasse den Nürnberger Hauptbahnhof. Dreckig und mieft. Der von Dortmund wird wenigstens aktuell gerade schön renoviert. Der sieht danach wieder, der sieht dann richtig schön aus. Achso, muss auch weiterklicken. Joa, machen wir mal einen Feuerschlag auf Kupfanti. Vielleicht reicht das ja. Nice. Der Berliner Hauptbahnhof ist riesig, ja. Wahrscheinlich genau wie die ganze Stadt. Die ist auch einfach riesig. Body Slam. Ja. Machst genau das Richtige. Hättest du nicht irgendwie wenigstens so einen Doppelkick oder sowas machen können? Nein, weiter Body Slam. Ja, stimmt. Im Frankfurter Hauptbahnhof war ich auch. Damals halt zu Studienzeiten, als ich da mal auch mal in Frankfurt war. Ich glaube, der war auch sehr groß. Joa. Also ich glaube, mein aktuelles Städteranking wäre Mainz, Dortmund und dann Köln oder Hagen. So von denen, die ich jetzt so gerade spontan im Kopf habe. Und wo wohnen wir? Nur auf Platz 2. Dann wiederum liegt es im Endeffekt daran, dass ich hier schon einen Job sicher hatte. Also wäre es ein bisschen doof, nicht dahin zu gehen, wo man einen festen Job halt auch hat. Jo. Alle sind so, ja, die Pommes sind toll. Ich habe mir gestern Nudeln gemacht, hat voll gut gelungen. Habt ihr schon diese Bratwurst probiert? Und Ali so, ey, dieses Kaviar müsst ihr unbedingt mal probieren. Ich glaube, ich würde kein Kaviar essen wollen. Wäre wahrscheinlich nicht so meins. Allgemein, sehr vieles, was aus dem Meer kommt, ist einfach nicht so meins. Hopp. Warum kämpfst du weiterhin mit einem Normal-Pokémon, mit Normal-Attacken gegen Stahl-Pokémon? Alle hier in diesem Turm haben Stahl-Pokémon. Und du machst einfach nur Body-Slam die ganze Zeit. Junge, kein Wunder, dass du ein Versager bist. Wo waren wir denn gerade? Er kennt die Wechselwirkungen nicht, ja. Das ist es. Was hat er jetzt gemacht? Wieso hat er jetzt so wenig Schaden gemacht? Hopp, was tust du? Ich habe extra meinen Streamtitel für dich angepasst. Deine Legende beginnt jetzt. Und was machst du? Body Slam und ich weiß auch nicht was. Irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Ich glaube, in der Schweiz war ich bis jetzt noch gar nicht. Also, um mir das Städte anzugucken. Allerhöchstens ein paar Mal durchgefahren auf dem Weg nach Italien. Überleg gerade, ob ich potenziell noch italienische und griechische Städte mit ins Ranking einfließen lasse.
Also in Italien waren wir damals in der Toskana mit der Schule. So Florenz, Vinci. Irgendeine Stadt mit P auch in der Toskana, die auch etwas bekannter ist eventuell. Das ist irgendeine Stadt, die hat eine Uni mit einem großen Turm und vor der Uni ist ein großer Platz. Aber Pisa waren wir auch. Aber die meinte ich jetzt gerade sogar nicht. Pisa war auch schick. Parma? Ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal kurz nach. Die Toskana. Wahrscheinlich ist es ja gar nicht eine Stadt mit P, sondern irgendwie was ganz anderes. Siena? War das Siena mit dem Platz? So viel zu P. Gib mir mal Bilder zu Siena. Ja, Siena war das. Das war gar nicht P. Wahrscheinlich hatte ich Pisa im Kopf, deswegen P. Wieso lebt Flunschnick noch? Mit dem Feuerschlag keinen Schaden gemacht? So. Aber Italien hatte sehr schöne Städte. Griechenland auch. Griechenland auch, hat auch sehr schöne Städte. Aber man merkt schon, dass die Städte da sehr auf Tourismus aus sind. So gerade die größeren. Und dementsprechend halt wahrscheinlich auch so gemacht sind, dass gerade die Orte, an denen man vorbeikommt, auch sehr touristenansprechend sind. Eigentlich muss Osaka einfach reinschicken und regelt das. Zumindest diese Sachen in Italien. In Griechenland kenne ich natürlich auch sehr viele andere Städte, so das kleine Bergdorf, wo meine Eltern immer Urlaub machen. Oder die Stadt, wo wir. Ach, Gegenschlag war das, was er vorhin gemacht hat. Was, die Stadt, zu der meine Eltern auch häufiger immer hinfahren zum Urlaub machen. Ist auch sehr schön. Sehr hinterweltlich. Das sind so die Städte, da fährt man hin, um einfach wirklich komplett zurückzufahren und zu entspannen. Da ist einfach nichts in diesen Städten. Da gehst du hin, wenn du einfach mal Urlaub machen möchtest, um nichts zu tun. Einfach nur zum Entspannen. Und abschalten. Weil gerade in diesem Bergdorf kannst du nichts machen. Da ist einfach nichts. Kannst allerhöchstens dort in die Kneipe gehen und ein bisschen Backgammon mit den alten griechischen Rentnern spielen. Und dabei vielleicht noch einen Frappé trinken. Das war's. Also als Kind war es dann immer super langweilig. Dementsprechend habe ich immer meine Konsolen dabei gehabt und einfach die ganze Zeit gezockt. Wenn ich gerade nicht von meinen Eltern dazu gezwungen wurde, irgendwo mitzukommen. Muffin? Noi? Na komm, Noi. Kannst noch mit dem Bedroher irgendwas raushauen. So. Das ist übrigens der letzte Kampf mit diesem Team. Bis hierhin wird uns dieses Team halt eben begleitet haben werden. Und danach wechseln wir aufs allerletzte Team. Übrigens auch ein richtig geiles Battle-Theme von Olivia. Ja, ich habe genau das richtige Pokémon vorne. Eindeutig. Ich glaube, schon liest er wahrscheinlich noch am besten mit dem Steinhagel. Außer die fängt jetzt mit so einem Quatsch wie Doppelteam an. Irrlicht. Ungünstig.
Ich guck mal, wie viel Schaden ich trotzdem noch mache. Mindestens die Hälfte? Aber wenigstens haben wir ihn zurückschrecken lassen. I. Sind wir im Speedzeitern? Dass ich gerade eben schneller war? Problem ist jetzt nur, Chun-Li ist damit ziemlich nutzlos. Ich könnte es mal drauf anlegen, dass ich vielleicht doch schneller bin. Ja. Und treffe. Perfekt. Fifty-fifty gewonnen. So, Fuyal. Da können wir Noe reinschicken. Das sollte funktionieren. Döner macht schöner. Ja. Kommt halt immer nur drauf an, auf welches Schönheitsideal ihr dann abzielt. Also ich fand unser Fuyal sah schon cool aus. Chun-Li enttäuscht nie. Ja. Machst du jetzt Tropenkick zufällig? Akrobatik. Okay. Wenn ich bedenke, halbierter Angriff und auf minus 1. Heißt, wenig Angriff. Kein Bock zu rechnen. So, Amphira. Osaka möchte ich gerne für ihr letztes Pokémon aufheben. Also eher dann noch Suplex. Der Deutsche. Ich erinnere mich immer noch an die beste Stelle in Yokai Watch. Ein Yokai-Verbrecher mit dem Verbrechen legt sich eine Zwiebel auf den Kopf und gab sich als Döner aus. Geil. Giftwolke, das ist okay. Amphira ist übrigens auch ein richtig hübsches Pokémon. Wobei, einer meiner Lieblings-Yokais ist immer noch Pupsi, das Arschgesicht. So, hast du jetzt nicht noch ein Milotic? Meine ich. Das könnte nämlich Muffin sehr gut regeln. Ja. Oh ja, Shiny Amphira sieht auch so gut aus. Es ist unglaublich schwer zu kriegen, weil... Naja, alleine erstmal Shiny Molung zu kriegen... Und dann eins von den 8 Shiny Molungs, was potenziell dann weiblich sein kann. Schwierig! Aber es sieht echt geil aus. Ich glaube, dein Vater hat auch einen Shiny Amphira, ne? Weswegen wir sehr viele Shiny Molungs haben. Aber männliche natürlich nur. Keine Ahnung, wir haben wahrscheinlich eben schon 3, 4 Shiny Molungs. Und er hat eben sein Weibchen natürlich behalten und sich einen Amphira draus gemacht und das natürlich nicht mehr weitergehuntet. So. Ich mag es übrigens, wie auch hier jetzt in wichtigen Kämpfen, dass jedes Pokémon ein Pokémon bekämpfen darf. Hat sehr gut gepasst jetzt gerade. So, und zum Schluss Deponitox. Das darf Osaka machen. Es ist sowieso so geil. Ja, genau das, was Tito schreibt. Vom Design her richtig hübsch. Auch die Pokémon, die sie hat, richtig hübsch. Und dann kommt die Müllhalde. Was ich so witzig finde, einfach vom Theme her. So, wir wollen da eine Dynakinese drauf machen.
Gigatüti. Dazu gibt es auch einen Lore-Grund. Erzähle ihn mir doch mal. Sind quasi die anderen vier Pokémon ihre Fassade und das ist jetzt ihr wahres Ich? Genau wie Anton mein wahres Ich ist. Noch so ein witziges Pokémon, so noch so ein Meme-Pokémon eher. Von damals. Einfach Jans wahres Ich, ein Anton. So, was kriege ich denn jetzt erstmal ab? Den Düner Erdstoß, ja das geht. Wobei, ich glaube, der erhöht irgendeinen Wert von ihm. Und dreht den Jan. Markus hat schon gute Pokémon-Namen gehabt. Ach, die Spezialverteidigung, das ist unschön. Aber ich glaube, wir hätten ihn auch so oder so nicht gewonnen. Aber ja, jetzt haben wir unser Psychofeld. Heißt, jetzt machen wir auch eh mehr Schaden, also hat sich das irgendwo wieder ausgeglichen. Eine Attacke, mit der du vor deinem Imagewechsel schon erfolgreich warst. Gigagestank. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, also lassen wir es einfach stehen. Nice. Ich würde aber sagen, ihr könnt ab jetzt auch Punkte einlösen für die Pokémon. Weil die jetzt ja quasi wieder freigegeben sind. Okay. Das ging schnell. Himmelsfeger. Ne, lass mal. Chip, übrigens, bereite am besten zwei Pokémon vor. Wir haben ja noch ein anderes von dir vom letzten Mal. Was spielst du gerade? Pokémon Schild? Als Shiny Run. Mit vorgefertigten Teams, die nach jedem Arenaleiter oder in dem Fall eher so Checkpoint dann ausgewechselt werden. Und alle Shinies werden an die Community verteilt. So, dann Jane kriegt auch eins. Und von hier aus wird halt auch rausgetauscht. Also braucht ihr schon dann entweder Schwert oder Schild. So. Was haben wir dann noch? Butalanda. Für Kuro. Ist auch ein ganz hübscher. Ist nicht ganz meine Farbe. Ich glaube, das Original Butalanda, die Original Butalanda Farbe mag ich auch sogar mehr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag einfach Butalanda gar nicht so sehr. Ich finde das, weiß nicht, ich finde das optisch gar nicht mal so cool. Mega Butalanda ist, finde ich, eins der hässlichsten Megas überhaupt. Ich glaube, von den drei Formen finde ich sogar Kindwurm am coolsten, optisch. Butalanda ist aber nicht so mein. Es ist, glaube ich, eins der Pseudo-Legis, die ich am wenigsten mag. Nein, ich möchte noch nicht hin. Bevor ich jetzt hier weiter einfach durchklicke. So, nein, bring mich nicht zum Start. Ich muss nämlich erst zum Pokémon Center. Ich glaube eigentlich mit eins meiner liebsten Pseudo-Legis wären wahrscheinlich wirklich einfach Knackrack oder so. Weil Knackrack einfach stylisch ist. So, wir haben jetzt noch, ich gucke gerade mal. Was haben wir denn jetzt? Butalanda ist weg, Wishu ist weg und Deden ist weg. Das heißt, ein Lamus und ein Resladero wären noch zur freien Verfügung. Falls einer von euch noch ein Shiny Lamus oder ein Shiny Resladero haben möchte und er bis jetzt, oder er, sie es, they, jedes Pronomen, was ihr möchtet, hier bitte einfügen. Ja, noch keins oder nur eins bekommen hat.
I don't know. Einmal bitte dahin. So, dann fangen wir erstmal bei Ship an mit Deden und Hutsasa. Also einmal Linktausch mit Passwort. Zack. Also, get your shiny now. Oder wartet noch, bis ihr seht, was die letzten 6 Pokémon sind. Und überlegt euch dann nochmal, falls die beiden noch übrig bleiben. Geht beides. So, Jasmina, bist du's, willst du's? Gehen wir erstmal auf Kinoko. Yeah, that's me. Okay, dann gibt's erstmal. Ich krieg Chip. Cool. Auf jeden Fall landet Restadero bei einem anderen Wrestling-Fan. Gibt's überhaupt Wrestling-Fans bei uns in der Community? So klingt Jans Spruch eigentlich plötzlich wie so eine Telefon-Sex-Ausleihe. Nun. Ja, hier. Ah. Cool. Ich kann mit Wrestling nichts anfangen. Ich hab mal. Ja, ich möchte Liga-Karte haben und jetzt erstmal noch Muffin für diese Runde rübertauschen. Ich hab mal früher Mr. Ship. Geil, ich hab Ship und Mr. Ship bekommen. Nice. Boah, es ist keiner zu Gamecube-Zeiten. Habe ich, glaube ich, mal ein Wrestling-Spiel gespielt mit Freunden. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das heißt, aber wir hatten da echt Spaß dran, weil es war halt so ein Wrestling-Spiel, wo man, naja, einfach alles genommen hat. Man hat einfach den Stuhl von der Seite genommen und damit den Schiedsrichter verprügelt. Und wir hatten einfach richtig Spaß dran, die ganze Zeit einfach nur Quatsch zu machen. Anstatt wirklich richtig gegeneinander zu kämpfen. Die Sache ist, wir waren halt zu dritt. Dementsprechend haben wir halt als vierten noch einen NPC mit reingetan. Und wir drei haben halt ständig nur Scheiße gemacht. Während der NPC versucht hat, einfach uns zu verprügeln die ganze Zeit. Oh, und raus. Okay. So, dann Jane. Du bist als nächstes dran. Für dich gibt es Chun-Li. Aber das ist so das Einzige. Und, Moment, und ich habe einen Anime geguckt mit einem Protagonisten, der eine Tiermaske die ganze Zeit trug und komische Wrestling-Sachen in einer anderen Welt gemacht hat. Der Anime war super seltsam, aber ich habe ihn trotzdem komplett durchgeguckt. So, Jane, bist du's, willst du's? Ich habe keine Ahnung mehr, wie der heißt. Irgendwas mit Animal Mask, glaube ich sogar im Namen. Ja, der hat, als er beschworen wurde, erstmal die Prinzessin ge-German suplexed. Ja, hier, okay. Dann einmal für dich. Mit Giovanni. Perfekt. Sportanime sind das einzige. Ich glaube, das kannst du nicht mal als Sportanime durchgehen. Das ist einfach nur ein Isekai. Ich finde sogar manche Sportanime-Manga-Serien echt cool. Blue Lock für Fußball zum Beispiel. Kuroko no Basket für Basketball. iShield 21 für American Football. Oh, was habe ich denn noch so für Sachen geguckt? Sicher noch mehr, die mir gerade jetzt spontan nicht einfallen. Das ist wieder so die Sache, wenn es heißt, ja, erzähl mal das und das auf. Nee,
So, Kuro. Haikyuu, genau. Haikyuu mit Volleyball habe ich zumindest gelesen, nicht geguckt. Prince of Tennis habe ich nicht geguckt oder gelesen. Mila Superstar auch nicht. Kimono Michi, das kann sehr gut sein, ja. Der wollte einfach nur eine Zoohandlung in der anderen Welt eröffnen und ist selbst ein Wrestler, aber... Inazuma 11. Nun. Gibt's als Spiel. So. Tauschpartner gefunden. Kuro! Bist du's, willst du's? Was wolltest du überhaupt haben? Butalanda, ne? Ja. Ja. So. So, bin ich. Okay. Dafür kriege ich den kleinen Snatcher. Kuro heißt Kuro. Lame. Nah. Ich glaube, ich nenne mich auch immer Jesse, von daher. Die Kickers. Oder Captain Tsubasa, ja. Soll ich dann Fire Emblem Engage machen, statt du? Ich müsste echt mit meiner Anime-List mal durchgucken, was ich sonst noch an Anime gut finde. So, da jetzt spontan nichts für die anderen beiden kam, werden wir die da halt dann ganz am Ende noch mit vertauschen. Dann habt ihr da am Ende die Auswahl zwischen 8 Pokémon, für die, die noch nicht genug haben. So, dann packe ich die jetzt erstmal auf die Box. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt einmal nochmal ein Päuschen. Ein letztes. Da kann ich nämlich auch nochmal auf Toilette laufen. Und danach dann das letzte Team. So, Moment. Euch packe ich dann gleich raus, sobald ich das andere Team reintue. Wir ballern durch. Es ist hier nicht mehr so viel. Es ist noch, keine Ahnung, maximal eine Stunde. Von daher würde ich sagen, bis gleich. Da seht ihr übrigens schon unser erstes Pokémon fürs Finale. Man sieht es vielleicht nicht, aber es ist shiny. Es ist, glaube ich, ein bisschen blassrosa als das normale. Außerdem ist da links auch noch hier die Sternchen. Es ist shiny. Ich verarsche euch nicht. Ja. So, unser finales Team. Wir haben hier einmal Marmori, das Hytera, mit Edelmut, mit Triplette, Spukball, Donner und Weichei. Mittlerweile auch mit guten Sets. Und Triplette mit Edelmut ist schon gemein eigentlich, ne? Ich finde die 18 Verteidigung übrigens sehr, sehr schön. Also Triplette, Edelmut, ekelhaft, ja. Dann haben wir die resolute Ute, das Scaraborn. Props an die, die wissen, wo der Name herkommt. Mit Adrenalin, Nahkampf, Vielender, Schmalhorn und Steinhagel. Ihr glaubt es vielleicht nicht, aber ich habe ein Pokémon mit Schmalhorn. Ein Pokémon, was Schmalhorn lernen kann. Ja, Ranger 2. Ist eine Dame, die einfach, keine Ahnung, eine Tonne mit ihrem Arm einfach heben kann. So, dann haben wir Minesweeper, das Tentantel. Mit Eisenschädel, Blattgeißel, Gyroball und Fluch. Gerade Fluch-Gyroball, natürlich super nice Kombi. Dann haben wir Epona, das Pampros. Mit Zähigkeit, Erdbeben, Steinhagel, Kraftkoloss und Ramboss. Dann haben wir Godzilla, das Maxax. Auch ein sehr passender Name, finde ich. Mit Drachenklaue, Dunkelklaue, Steinhagel und Wutanfall. Und zum Schluss Amaterasu, das noch Ignivor, was relativ bald zu einem Ramot auch noch wird. Hoffentlich. Mit
Käfergebrumm, Nitroladung, Gigasauger und Blutsauger. Prinzipiell, also der Angriff ist ja jetzt noch höher, aber als Ramot wird das höher, wird das andersrum. Und ich glaube, den Feuerreigen lernt er direkt bei der Entwicklung, also hat er dann auch direkt alle Attacken ready. Ich glaube, Entwicklungslevel war irgendwo Level 58 oder so, also nicht mehr ganz so lange.